Rico, bist du da? Dima hat die Flugdaten entschlüsselt. Rosa Manuela kommt endlich nach Medici zurück. Sie kommt zu dem neuen Rebellenvorposten im Schatten des Berges. Aber wenn wir das wissen, weiß es auch Sheldon. Ja, dann braucht sie wohl eine Eskorte. Wenn du das sagst, Rico, ich bin ja so aufgeregt. Wir treffen uns am Flugfeld, okay? Da treffen wir uns am Flugfeld und herzlich willkommen bei Just Cause 3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen duften Runde. Und wir starten dann direkt unsere neue Mission und beginnen hier. Denn ich glaube, wir haben soweit alles befreit, auch was es hier so gibt. Die ganze Pieschkram-Zeug werde ich jetzt mal nicht einsammeln und wir legen dann mit der nächsten Mission los. Ja, alles soweit befreit. Da unten haben wir dann Sammelobjekte. Da ist halt noch so einiges zu erledigen. Hier in den Anfangsgebieten hatte ich es erledigt soweit. Aber halt noch nicht alles. Naja, ja. Schön. Starten wir jetzt in die erste, nächste, neue Mission für heute. Ja, alle haben mich wieder besiegt und übertrumpft und heftig mir in den Arsch getreten. Das ist Rosa Manuela. Da ist er ja. Hey, lass dich von Mario Frigo umarmen. Na, da hat heute aber jemand besonders gute Laune, das was? Das ist ein großer Tag für Medici. Die Rebellion hat gewonnen. Rosa Manuela ist auf dem Weg hierher. Noch ist sie nicht hier, Mario. Und die Ravello ist noch an der Macht. Er hat schon öfter versucht, sie zu töten und das wird diesmal nicht anders sein. Du verdirbst mir meine Laune. Es ist Rosa Manuela, oder? Rosa Manuela! Du musst ihre Arbeit über die Komplexität der Staatenbildung lesen. Diese Frau ist brillant. Ja, was hat er gesagt? Theo ist einfach so. Ich freue mich, so sie zu treffen. Niemand trifft irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert. Haben wir die Koordinaten? Ich markiere sie dir. Und wir sehen uns nachher. Los, gehen wir. Pass auf sie auf! Na schön, die sind aber alle aufgeregt. Mal gespannt, wer das überhaupt ist. Wer das denn sein soll? Diese komische, mysteriöse Frau. Ein richtiges Flugzeug. Uiuiui. Es ist so wunderhübsch. Rico, du musst zu Rosas Flugzeug. Sie fliegt in gefährlichem Luftraum. Zielsuchrakete. Ah, der hat das da markiert. Süß. Wie? Was ist das denn für ein Jet, wenn er nur 200 noch was fliegt? Oh, in der Mitte auch noch. Ja, wir sollten vielleicht nicht in ihre Richtung schießen, weil wir sollen sie ja beschützen. Und das war's schon wieder. Nicht identifiziertes Flugobjekt. Was wollen Sie? Was wir wollen? Verhindern, dass die Ravello-Kugeln sie zerfetzen. Ich bin Rico Rodriguez, Ihre Eskorte. Roger. Ich bin Machetes Bruder. Danke für die Eskorte. Hoffen wir, dass nichts passiert. Ja, das wird nicht ausbleiben. Und wahrscheinlich werde ich auch einmal mindestens aus Versehen unsere Kollegin hier abknallen. Habe ich schon so im Gefühl, dass das nicht so kunterbunt rosig ablaufen wird, wie man sich das so vorstellen tut. Aber kann man nichts machen, ist so. Ja, hier kommen schon die Ersten. Wir kriegen Besuch. Kommt schnell näher. Ah, jetzt können wir auch schneller. Sie sind so fucking viel schneller als ich. Nee. Ich bin nicht schneller als sie. Großes Flugzeug. Voll die Action geladene Musik, gar nicht los.
für eine riesige Spielwelt das auch einfach ist. Was? Die Maschine verliert an Höhe, Rico. Du musst darüber und die Maschine übernehmen. Ja, ja. Nein! Nein! Okay. Am letzten Kontrollpunkt neu starten. Das haben wir mal völlig vergurkt. Den blöden Mistrick. Kacke. Und offensichtlich ist die Alarmanlage aus. Draußen lief irgendwie Ewigkeiten gerade eine Alarmanlage. Richtig ekelhaft. Aber das ist ja nun auch vorbei. Blödes Scheißding. Hat aber auch genervt. Gerade 20 Minuten lang irgendwie in der Alarmanlage draußen geläutelt. War irgendwie nicht so angenehm. Und dann wird es ja auch immer lauter mit der Zeit. Die Maschine verliert an Höhe, Rico. Du musst darüber und die Maschine übernehmen. Getan. Sag nicht, du bist eingeschlafen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Präsident. Rico Rodriguez, danke. Endlich treffen wir uns. Bringen Sie mich bitte zur Hauptstadt. Lieber nicht. Dort warten sicher schon die Ravellos Schergen auf Sie. Ich bring Sie zu der Rebellenhöhle. Dann sehen wir weiter. Okay. Ja, das war doch mal eine Landung. Perfekt. Like a boss, Alter. Da konnte mir keiner was. So schön gelandet, wie wir gerade sind. Sehr beeindruckend gewesen. Oder was sagt ihr dazu? So richtig die Heldenaktion. Rosa Manuela, ich bin Ihr größter Fan. Mein Name ist Mario. Natürlich, Frigo. Wer kennt ihn denn nicht, den großen Mario Frigo? Wirklich? Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz, all die Jahre, für die Freiheit von Medici. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. War das komisch? Unvergesslich. Verdammt. Ja, sehr komisch. Vielen Dank. Danke für Ihre Tapferkeit. Ihr Land steht tief in Ihrer Schuld. Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank. War das keine Präsidentin Frau? Präsidentin Manuela. Eine Präsidentin ist von ihrem Volk gewählt worden. Ich bin nur eine treue Bürgerin von Medici. Rosa reicht völlig. Die Ravellos-Truppen werden jeden Tag schwächer. Was hat der hier verloren? Dieser Mann ist ein feiger, widerwärtiger Heuchler. Glauben Sie ihr kein Wort. Ich bin übergelaufen. Lügner! Ich bin loyal. Dieser feige Wurm würde nie überlaufen. Er hat die Beweise gefälscht, mit denen die Ravello seinen Putsch gerechtfertigt hat, Rico. Wenn er hier ist, ist die Ravello auch hier. Ich soll dir das zeigen. Wir greifen das Kraftwerk. Die Krankheit und das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Trifft ihr irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert? Die Ravello weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Dann ist Sino der Maulwurf. Töten wir ihn. Nein! Sperrt ihn ein. Er wird für all seine Verbrechen vor ein ordentliches Gericht gestellt. Wir brauchen endlich wieder ein gerechtes Medici. Sogar für ihn. Ich würde vorschlagen, dass Sie mir die ganze Geschichte dieser Rebellion erzählen. Hm? So, soll Dima das mal erledigen und wir gehen irgendwas kaputt machen oder so. Das können wir eigentlich ziemlich gut. Ja. Sogar so richtig gut. Sind wir voll Boss drin. Voll the Boss, Leute. Ja. Gut, warten wir jetzt mal ab, was so rauskommt. Auch schön, dass nicht Dings hier Sheldon der Spitzel war, sondern doch jemand anderes. Komm, wir trainieren mit diesen Rennen unsere Piloten. Probier's mal. Vielleicht kannst du uns
unsere Piloten motivieren und lernst sogar selber noch was dazu. Na? No. Ist alles in Ordnung? Das ist es doch nie. Jedenfalls will sie dich persönlich sprechen, für den Fall, dass jemand zuhört. Ich bin unterwegs. Okay, da von dem Gespräch haben wir jetzt nur die Hälfte mitbekommen, aber es geht wohl darum, dass sie mit uns reden will. Das werden wir auch direkt mal in Angriff nehmen. Ja. So. Ist alles soweit, was wir freigeschaltet haben. Freigeschaltet, beste Liste. Oh Gott, warum muss ich denn jetzt schon gehen? Ja, Fortschritt, Missionen haben wir die Hälfte geschafft. Und 7 Hauptmissionen haben wir noch vor uns, bis wir die Story vollendet haben und Medici wahrscheinlich völlig befreit haben. Und darum starten wir jetzt auch einfach mal die nächste Mission. Fasst euch ein Herz und seid mutig. Medici wird wieder uns gehören, wenn wir darum kämpfen. Sie wissen, wie man das Volk erreicht. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich weiß, Ihre Eile zu schätzen. Die aktuelle Lage erfordert es. Die Macht des Barbariums sollte niemand nutzen. Ach, kommen Sie. Niemand? Macht vergiftet die Seele derer, die sie besitzen. Ganz egal, wer es ist. Rico, die Ravello transportiert Barbarium-Technologie und Forschungsdaten. Und zwar hiermit. Sehen Sie. Sieh dir das an, er hat seinen eigenen Zug. Dieser Zug fährt zu einem DRM-Flughafen. Also will er das Barbarium von der Insel schaffen. Das darf auf keinen Fall passieren. Der Zug muss gestoppt werden, bevor er sein Ziel erreicht. Rico, Mario Frigo ist dein Mann. Kannst du den Helikopter fliegen? Mario Frigo ist doch nicht dein Mann. Ich kann fliegen. Gut, dann ist ja alles klar. Viel Glück, Rico. Dann fliegen wir mal. Na, schade, dass es nicht immer so ein flüssiger Übergang ist, sondern immer so ein Ladesequenz danach noch kommt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Meine Meinung jetzt. Gerade so. Bisschen. Hey, jei. Ist nichts passiert oder das Mikrofon wackelt? Das ist äußerst interessant. Hallo, du Herrchen. Am Mikro. Wie ist denn da eigentlich schon wieder Fussel dran? An dem Flauschutz. Och Mann, diese Ladesequenz. Rico, kling dich am Helikopter ein. Ich bring dich zum Zug. Kann ich nicht einfach einsteigen? Okay, es geht los. Das ist auch eine Art zu reisen, hier über Kopf. Wäre gar nichts für mich. Hier müsste in Kürze ein Zug vorbeikommen. Mit ihm schnappen wir uns den Zug, den du für Rosa entgleisen lassen sollst. Erwartest du Gesellschaft? Immer. Ja, also verteidige deinen Zug mit allen Mitteln. Ich fürchte, unsere Aktion wird nicht unbemerkt bleiben. Ich überwache alles von oben. Mein Missionsziel am Helikopter hängen. Das machen wir ziemlich gut. Okay, mach dich bereit. Dein Zug müsste jeden Moment vorbeikommen. Ah, von da kommt er. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Hallo, Zug. Okay, Theo, ich bin in Position. Gut, Rico, ich ziehe mich zurück und halte Funkkontakt. Mach das. Okay. Decke und so ein Zeug gibt's ja auch nicht so richtig. Dann gehen wir mal wieder nach da vorne. Vorsicht, Rico! Helikopter! Erledige die Helikopter! Wir brauchen dich und den Zug unversehrt, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Wird gemacht. Tschüss, Heli. Huh?
Wow. Er ist mir wieder fast ins Gesicht geflogen. Geh weg. Oh, habe ich den an den Zug gehängt? Ja. War natürlich nicht ganz so optimal. So, wieder eine Tunnel. Tschüss. Da kommt ein Zug auf dich zu. Hinter dir. Du musst ihn zerstören, bevor er dich rammt. Du kannst den Zug vermutlich mit einem Waggon auf den Gleisen stoppen. Zerstör den Kupplungsmechanismus zwischen den Waggons, um sie vom Zug abzukoppeln. Wieso steht denn hier ein Auto drauf, wo da auch noch jemand drin ist? Wow. Pass auf, dass du nicht zu viele Waggons verlierst, Rico. Sie sind ein guter Puffer zwischen der Lok und möglichen Verfolgern. Du hier bist, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Tschüss. So war das alles jetzt nicht gedacht. Rico, da kommt noch ein Zug von hinten. Der General gibt es. Ich liebe meinen Job. So, tschüss Zug. Oh, 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 oh. So, schön gestoppt. Ja. Autsch, was war das denn jetzt bitte? Muss ich an der Kante gestoßen oder was? Heli. Na komm schon her, Süßer. War nett mit dir. Oh, schöne Landschaft, wenn man sich das auch mal so anguckt und das genießt. Rico, hat echt was. Der andere Zug kommt schnell näher. Du brauchst deinen Zug nicht mehr. Lass ihn noch entgleisen, um den anderen Zug zu stoppen. Okay. Ups. Ja, das war wieder sehr ungeschickt. Das war jetzt zumindest wieder so. Zumindest ist alles in Eimer. Hat auch was. So völlige Zerstörung und Tod und Massaker und Blut und Gedärme und ja. Wir sind tot. Punkt. Das ist nicht so cool, wie man denkt. Weil tot sein ist eigentlich voll unpraktisch. Dann kann man nichts mehr machen. Das ist einfach voll doof. Ist man so tot und ist man, ja, kann man, ist doof halt. Eine blöde Situation, möchte ich behaupten. Gut. Dann warten wir und versuchen es nochmal irgendwie. Dass du nicht so viele Waggons verlierst, Rico. Sie sind ein guter Puffer zwischen der Lok und möglichen Verfolgern. Natürlich mache ich jetzt wieder so einen Unfug. Alle Zug. Autsch. Rico, der andere Zug kommt schnell näher. Du brauchst deinen Zug nicht mehr. Lass ihn doch entgleisen, um den anderen Zug zu stoppen.
Und wie mache ich das? Ja, so zum Beispiel. So. Nehmen gerade den schönen, den Fallschirm hier und gucken uns das alles von oben mal an. Und falls es nicht geht, dann schießen wir nochmal nach. Und das Bavarium bleibt in Medici. Zumindest ja. Fürs Erste. Wir haben ihn auch wirklich nur gestoppt. Gar nicht zerstört. Sehr gut. Entgleiste Exfiltration. War das schon alles? Oh, da kommt noch ein Zug. Rico? Annika. Ich schicke dir Koordinaten. Ich erwarte dich da. Okay. Ohne irgendwelche weiteren Infos. Das ist ja meine Art, die kenne ich von ihr gar nicht. Normalerweise überschüttet sie uns doch immer mit Informationen. Oh, in die andere Richtung. Aber erst machen wir da unten noch heute... Nein, gar nicht. Wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Episode von Just Cause 3. Eieiei, aber wir haben heute auch fleißig was geschafft und ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da, das wäre wunderbar. Und ja, danke, dass ihr auf jeden Fall dabei gewesen seid und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen, erholsamen, super duften Tag und alles Gute, haut rein, ciao.